Und wir blicken nach Köln. Gegen den dort gestern festgenommenen Tunesier konkretisieren sich die Vorwürfe. Er soll biologische Waffen hergestellt haben. Es bestehe ein dringender Tatverdacht, so die Bundesanwaltschaft. In der Wohnung des Mannes hatten Ermittler eine rizinhaltige Substanz gefunden. Rizin ist extrem giftig und schon in niedrigster Konzentration tödlich. Und darüber spreche ich mit unserem Terrorismusexperten Elmar Thewissen. Schön, dass Sie da sind. Grüße Sie. Herr Thewissen, was ist dran an diesem Fall? Also die Ermittler sind sehr besorgt, weil das der zweite Fall innerhalb weniger Wochen ist, wo in Europa ein Terrorverdächtiger entdeckt wurde, der ganz offenbar vorgehabt hat, Rizin herzustellen und damit vielleicht einen Giftgasanschlag auszuführen, Es ist noch nicht eindeutig belegt, aber wir hatten vor wenigen Wochen auch eine Festnahme von zwei terrorverdächtigen Brüdern in Paris. Auch diese hatten sich Anleitungen für die Herstellung von Rizin, diesem Pflanzengift, besorgt, sind noch nicht weitergekommen in ihren Planungen, ähnlich wie das jetzt in Köln der Fall ist. Und das ist ein Muster, das Ermittler kennen. Im Jahr 2003 gab es in Frankreich, Spanien und Großbritannien ebenfalls Festnahmen, wo Rizin entdeckt worden ist. Und insofern ist das aus Sicht der Ermittler besorgniserregend. Warum denn gerade Rizin? Rizin ist ein sehr, sehr tödliches Gift. Eine ganz, ganz kleine Menge, etwa Nadelkopf groß, reicht schon aus, um einen Menschen zu töten. In der Vergangenheit hat es schon Fälle gegeben, aber nur einen einzigen Fall, in dem wirklich ein Mensch dabei zu Tode gekommen ist. Andere Fälle, in denen Rizin tatsächlich als Anschlag eingesetzt werden sollte. Nicht in erster Linie von Terroristen, sondern auch in den USA vor allen Dingen in verschiedenen Fällen. Aber dieses wäre, wenn es denn zu einem erfolgreichen Anschlag käme, eine neue Eskalationsstufe. Und die Ermittler sehen darin den Versuch von islamistischen Gruppen in Europa, Anschläge mit biologischen, vielleicht auch mit chemischen Kampfstoffen zu führen, um eben Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Das Problem bei diesen Stoffen ist doch auch, dass man sie teilweise übers Internet besorgen kann oder erst zubereiten muss, damit sie gefährlich werden, also sie zugänglich sind. Wie kann man denn da als Sicherheitsbehörden überhaupt diesen Zugang einschränken, damit er nicht in falsche Hände gerät? Also die Behörden sind darauf angewiesen, dass es rechtzeitig eben Hinweise gibt von aufmerksamen Händlern beispielsweise, bei denen solche Materialien gekauft werden. In diesem Fall hat der Verdächtige ganz offenbar einfach im Internet bestellt, aber eben dadurch ist er auch aufgefallen. Eigentlich war es recht dumm. Also die Ermittler wundern sich auch, wie man so dumm sein kann, diese Menge an den Ausgangsstoffen, Castorbohnen zu beschaffen, auch die entsprechenden Chemikalien, die man braucht, über das Internet zu beschaffen. Man hatte diesen Mann schon etwas früher, seit eigentlich Monaten im Visier. Und als er dann tatsächlich angefangen hat, diese Materialien zu bestellen, da hat sich natürlich dieser Verdacht erhärtet. Vielen Dank für diese Einschätzung. Elmar Thewissen, ZDF-Terrorismusexperte, über den Fall in Köln, wo ein Tunesier biologische Kampfstoffe hergestellt haben soll. Dankeschön. Bitte.